Ach Mann, Mann, den Grünen geht es schlecht. Oh je, oh je. Nur bei den Journalisten natürlich nicht. In ihrer überwiegenden Mehrheit sind sie Grünen-Anhänger. Und das bin ich jetzt auch, denn ich denke mittlerweile, ich habe mich besonnen, dass die Grüne eine Chancenpartei sind. Da kriegen Moppelpackung, Omnipur und Lang die Gelegenheit, ja, die Partei zu führen. Gut, mittlerweile nicht mehr. Aber sie waren ja doch absolut klasse. Und ich meine, die Chancenpartei zeigt ja auch, dass Studienabbrecher, Menschen ohne jegliche Schulausbildung oder Arbeitserfahrung es in die höchsten Regierungsämter schaffen können, in die Parteispitzen der Grünen. Und das ist doch eine wunderbare Sache. Siehe Katrin Göring-Eckardt, die von der Tellerwäscherin zur Bundestagsvizepräsidentin. Das finde ich sehr gut. Und es gibt ja auch eine Grüne, die gesagt hat, wenn du bei den Grünen mitmachen willst, auch in Ämtern, dann musst du nicht mal lesen und schreiben können. Also das ist doch mal was, ne? Und wir kommen dann ja auch von dem Bodyshaming weg, ne? Siehe die Doppel-Moppel-Packung, die mittlerweile History ist. Und auch ein Märchenbuchautor kann dann Wirtschaftsminister werden und das finde ich ganz, ganz toll. Ich meine, da kannst du experimentieren, da kannst du sagen, wir nehmen jetzt mal richtig Geld an die Hand, so waren es 30 Milliarden Euro oder war es noch mehr. Und wenn du gefragt wirst, ja, wie genau wird denn das alles ablaufen mit deiner Wirtschaftsförderung, dann kannst du sagen, naja, wir probieren das jetzt mal und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also die Grünen. Die Chancenpartei, ganz klare Wahlempfehlung.